Hi, ich bin Leo und im heutigen Video geht es um die Postproduktion jeglicher Zeitraffer. Viel Spaß! Drei verschiedene Arten der Zeitraffer habe ich euch schon vorgestellt. Die einfache Art, die Hyperlapse und die Nacht- bzw. Sternenzeitraffer. Allerdings habe ich euch nie gezeigt, wie die Postproduktion geht, weil ich das Ganze als Reihe aufnehme und die Postproduktion bei jeder Zeitraffer sehr, sehr ähnlich ist, dachte ich mir, mache ich einfach ein spezielles Video dafür. Habt ihr in irgendeiner Form eine Zeitraffer gemacht? In meinem Fall jetzt im RAW-Format. Wenn ihr das Ganze im JPEG-Format habt, müsst ihr das Ganze nicht in Lightroom bringen. Ich muss das Ganze jetzt aber. Springen wir hier rein. Ich habe hier ein paar Shots aus Norwegen und auch Zeitraffer gemacht. Das hier ist eine, die ich irgendwann mal in der Pause abgezogen habe. Die bringen wir jetzt in Lightroom. Der Import dauert ganz kurz. Dann sieht man hier oben die Einstellungen. Die sind komplett manuell. Lightroom gradet aus irgendeinem Grund die NEF-Dateien schon mal ein bisschen vor. Finde ich immer ein bisschen störend, aber kann man leider nichts dran ändern. Dann gehen wir ins Entwicklungstab. Und ich mag es immer, mir ein Bild aus der Mitte rauszunehmen. Das ist einfach persönliche Präferenz. Wir markieren alle mit STRG A und ich habe hier dann schon direkt Auto-Sync aktiviert. Damit werden jetzt, wenn ich hier eine Sache verändere, direkt das Ganze auch bei allen anderen gemacht. Also wenn ich den Weißabgleich aufwärme, seht ihr jetzt gleich, das tut es auch bei allen anderen. Ich zeige euch jetzt nicht ganz genau, wie ich das Ganze jetzt grade. Ich werde da einmal ganz schnell jetzt durchgehen. Ich fange immer an mit dem Weißabgleich. Dafür kann ich mir auch einfach das Pipettenwerkzeug nehmen. Das ist mir ein bisschen zu grün. Dann merke ich hier unten, das ist einfach die Schatten, die sind viel zu dunkel. Deswegen bringe ich die Tiefen etwas hoch. Genauso die Schwarzwerte ganz minimal. Die Lichter booste ich auch ein ganz kleines bisschen. Das Weiß booste ich ein bisschen, die Lichter ziehe ich ein bisschen runter. Klarheit sieht eigentlich immer bei großen Blenden toll aus. Tickeldynamik und Sättigung dazu, weil es ein sehr flaches Bildprofil ist. Und schon habe ich eine Grundeinstellung. Dann füge ich einfach aus Prinzip immer noch eine ganz, ganz leichte Kurve hinzu. Und dann bin ich hiermit auch schon zufrieden. Man könnte natürlich jetzt noch deutlich mehr machen, auch mit Verläufen und so. Finde ich jetzt aber für diese Zeitraffer unnötig. Ich muss jetzt diese Zeitraffer exportieren und zwar möchte ich das Ganze als JPEG in einem Ordner, der mir dafür angelegt wird. Wo kann man sich hier auch aussuchen? Dieser Export dauert je nach unterschiedlich lang. Wenn ihr eine einfache Korrektur gemacht habt wie ich, dann kann das relativ schnell. Ich habe jetzt 250 Bilder, das sind auch nicht so viele. Wenn ihr jetzt mehr Bilder habt oder mehr gradet, dann dauert das natürlich auch länger. Das Ganze ist auch PC-abhängig, deswegen lassen wir das jetzt mal ganz schnell durchlaufen. Habt ihr das Ganze nun exportiert, müsst ihr in ein Videoschnittprogramm eurer Wahl gehen. In meinem Fall ist das Premiere Pro. Für den Fall, dass ihr irgendwelche Bilder gemacht habt, die ihr nicht nachbearbeiten müsst, gilt die Anleitung erst ab hier. Hier ziehen wir uns jetzt in unseren Media Bin einfach unseren fertigen Ordner rein. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir ihn nicht direkt hier reinziehen, weil jedes Bild von Adobe automatisch 5 Sekunden lang gemacht wird. Und wir wollen natürlich keine Zeitraffer, die 20 Minuten 50 Sekunden lang geht, sondern eine, die 10 Sekunden lang geht. Das Ganze macht ihr, indem ihr einfach alle Clips auswählt und dann die Geschwindigkeit bzw. die Dauer auf einen Frame setzt. Wenn ihr eine 1 eingibt, springt es automatisch auf einen Frame. Jetzt sind die Sachen genormt. Jetzt kann ich mir wieder diesen Ordner nehmen, hier reinziehen und habe dann hier meine fertige Zeitraffer. Die läuft natürlich in der Preview nicht so sauber. Die könnte man jetzt so fertig exportieren. Für den Fall, dass ihr noch irgendwelche Effekte da drauflegen wollt, empfehle ich euch, die zu nesten. Das heißt, ihr markiert alles, macht einen Rechtsklick und klickt
auf Verschachteln. Dann könnt ihr dem Ganzen irgendeinen Namen geben. Ich nenne es jetzt einfach Test. Und dann habe ich hier eine Datei, auf die ich weitere Effekte hinzufügen kann. Und wenn ich einen Doppelklick darauf führe, sehe ich meine genestete Datei mit den ganzen einzelnen Bildern. Auf diese eine Datei kann ich dann auch gegebenenfalls einen Warp Stabilizer packen. Der aus Adobe After Effects ist allerdings ein bisschen besser. Ich benutze Premiere einfach, weil ich Premiere schon immer benutze und mich darin einfach besser auskenne. Wenn ihr das Ganze dann exportiert habt, habt ihr eine fertige Zeitraffer. Das war es jetzt aber auch schon mit diesem Video. Im nächsten Video geht es um eine sehr, sehr spezielle und schwere Zeitraffer, was auch gleichzeitig die Monthly Challenge wird. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt fresh und ciao. Dann gehen wir ins Wik. Dann gehen wir in. Dann gehen wir in.